Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Starcraft Mars Recall. Countdown, die letzte Mission der Protoss steht an. Nummer 8, Hauptbasis der Protoss auf dem Planeten Shakuras. Diese ganze Kette von Ereignissen wurde von Kerrigan gesteuert und wir haben ihr direkt in die Hände gespielt. Ja, das haben wir, Artanis. Trotzdem steht unser Weg fest. Die Energien des Tempels gegen die abtrünnigen Zerg einzusetzen, mag zwar Kerrigans Zielen entsprechen, ist aber noch immer unsere einzige Chance zu überleben. Und wir werden überleben, meine Krieger. Zu lange schon haben wir uns nur verteidigt. Und unsere Feinde drängen uns weiter und weiter vom Weg des Sieges ab. Die Zeit ist gekommen, das volle Inferno unserer Macht zu entfesseln. Niemals wieder soll Shakuras durch die üble Berührung einer Alienrasse beschmutzt werden. Diese Zerg werden als Erste unserer Wut zum Opfer fallen. Matriarchin, ich habe euch viele Millennien lang gedient. Stets habe ich eure Weisheit und eure Stärke hoch geschätzt. Doch seit einiger Zeit spüre ich etwas in eurem Geist, das euer wahres Ich verdeckt. Kerrigan ist zwar nicht mehr hier, aber ich frage mich, ob ihr Verrat nicht noch immer unter uns weilt. Beruhigt euch, Ceratum. Ich bin noch immer dieselbe Rassagal, die ihr schon immer kanntet. Diese letzten Ereignisse haben mich sehr bedrückt. Und ich mache mir Sorgen. Doch habt keine Angst. Mein Kriegergeist wird euch leuchten und euren Weg zum Sieg. So ist es. Es ist an der Zeit, etwas zu tun. Die Kristalle müssen zum Tempel gebracht werden, solange die Zerg noch mit der Sammlung ihrer Streitmacht beschäftigt sind. Ich selbst werde Uray tragen und Ceratul kümmert sich um Kalis. Exekutor, ihr werdet für Artanis und Ceratul für den Weg zum Tempel einen Begleitschutz bereitstellen. Wenn die Götter uns wohlgesonnen sind, so werden wir die Energien der Xel'Naga bündeln und diese Welt von den Zerg befreien. Geht jetzt, meine Kinder, und wisset, dass das Überleben unserer gesamten Rasse auf euren Schultern ruht. Ja, dann schauen wir doch mal. Also, wir sollen Artanis und Ceratul zum Tempel bringen, schützt den Tempel vor den Zerg und Artanis und Ceratul müssen überleben. Letzte Mission, mal gucken, wie das läuft. Kristalle zum Tempel bringt, werden euch die Zerg mit Sicherheit alle ihre Legionen entgegenschleudern, um euch zu vernichten. Ihr müsst darauf vorbereitet sein, den Tempel selbst gegen den Schwarm zu verteidigen. Alles klar, jo, dann fangen wir mal an. Ein bisschen was arbeiten. Haben wir hier schon. Ist hier schon wieder kein Gas?
gleich wieder alles hier bauen. Hier hätten wir noch mehr Spin Guys hier. Kommen wir gerade her. Baust du wieder hier ab. Hier haben wir dann 3 Stück zum Vespin abbauen. Gibt es hier einen Vespin Geysir leider nicht. So, dann kannst du mal herkommen. 2 Rohrknoten hier hinsetzen. Schildbatterie. Ist immer ganz nett soweit. Ihr braucht mehr Vespin-Gas. Ja. Das dauert dann halt noch ein bisschen. Unglaublich viel haben wir da aber nicht an. Mineralien sehe ich gerade. Das ist jetzt nicht gut. So. Kriegst du ihn noch platt, das hat allerdings jetzt böse weh getan. So, hätte ich hier gerne eine Roboterfabrik. Dafür brauchen wir gleich Fabrik. So, etwas mehr Vespin, bitte. Da wir gerade im Moment Mineralien haben. Gerne Berserker. Ja, das mit dem Gas macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ehrlich gesagt. Das ist mir zu wenig. So, da müssen wir doch die ganzen noch basteln. Ich glaube, ich setze hier einfach mal ein paar Dragonen zur Verteidigung rein. Aber dass ihr da unten einigermaßen Ruhe habt und wir oben dann gemütlich eine Armee aufbauen können. So, du kannst ja mal kurz zurückziehen hier. Ich bin zurückgekehrt. Ne, ich glaube, ich will erstmal Gebäude bauen. Husch. Ich bin zurückgekehrt. So, langsam wird's aber. Upgrades komplett.
wohin soll meine Reise führen? Hättest du sich ein bisschen mithelfen können, fällt mir gerade ein. So, die Armee wächst. Packen wir mal dahin. So, die Sache mit dem... Ah ja, genau, das Arbeitertribunal. Das hat sich doch beim letzten Mal eigentlich ganz gut merkbar gemacht. So, hier hätte ich dann auch tatsächlich ganz gerne noch ein bisschen verteidigen. So, holen wir uns gerne noch ein paar Berserker. Fertig sind. Ich entsorge dich nach Raids komplett. Ich entsorge dich jetzt. Betrachtet es als erledigt. Okay. Das ging. So, können wir unten noch die ganzen Forschungsdinger hinsetzen. Flottsignal hier brauchen wir dafür. Und auch wieder 200 kostet. Wir brauchen dringend mehr Gas. Das höre ich jetzt nicht so gerne. Haltet euch aber ganz gut soweit. Hier wird es auch so langsam. Für dunkle Tempel halt gerade echt kein Dings. Kein Gas. So, aber der Gasabbau denn so lange? Ja, ich habe halt fang schon alles rausgehauen und jetzt halt nur diesen einen Dings. Ja, was ist mit den Trägerkapazitäten? Ihr braucht mehr Vespingas. Ein Leben für Ayo. Ihr braucht mehr Vespingas. Dauert jetzt ja auch alles noch, aber hey, ihr müsst ja gucken, dass jetzt hier vorankommt. Ich glaube, ich hätte doch noch lieber ein paar Dragonen, aber kein Gas dafür. Ja gut, 50.
brauchen jetzt dringend mal eine Basis, mit wo wir Gas abbauen können. Sollten also auch ein bisschen die Lufteinheiten hier uns bereit machen. Mineralienfeld erschöpft. Ein Leben für Ayo. Jonas. Wir werden angegriffen. Oh, von oben, das ist nicht schön. Mit Bodeneinheiten, das heißt, wir können da rangehen. Ihr habt mir gerade meine Sonde zerlegt, oder? Nee, ist aber. War mit im Dings mit drin im Getümmel. Wird das mit der Verteidigung langsam? Okay, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr. Dragoner! Geht's jetzt zum Glück noch einigermaßen? Wir hätten erstmal die Schilde machen sollen. Wieder Tribunal ist auch in Ordnung. Ja, Exekutor. So, es gefällt mir hier alles nicht aus Anhören. Obwohl, doch, da ist noch drin, aber. Es zieht sich alles. Ich bin zurückgekehrt. Ich glaube, du kannst ein paar Pylonen bauen. Ich glaube, die Verteidigung hält sogar einigermaßen. Noch. Aber ob es die letzten zwei Dragoner oder die letzten vier in dem Fall Dragoner da sind, dann ziehen wir los. Ich bin bereit. Für ich da. Nicht cool. Wohin soll meine Wut sich richten? Was wünscht ihr? Ich bin bereit. So, mit dem Säurezeug. Danke. Wir werden angegriffen. Oha. Ich bin zurückgekehrt. Das ist nicht so schön. Abgeladen.
gut, wir haben unsere Truppe zusammen, das scheint. Setz mal kurz nach. Nehmen wir einen mit. Genau, und jetzt haben wir auch wieder Geld für Upgrades. Netterweise. So, das sollte aber passen, denke ich. Bist du da mit drin? Das ist natürlich nicht so gut. Bin ich gebraucht? Rache. Nagazul. Na gut, wie lange brauchst du noch? Na, viel zu lange. Am Start. Da fehlt es halt mal wieder. Na komm, los geht's. Bestätigt. Wir werden angegriffen. Greife Feind an. Der Kampfesruhm wird unser sein. Gemacht. Ich möchte nochmal kurz hier aufladen gehen. Sehr schön. Fertig ist es. Cool. So, dann können wir jetzt auch in der Zeit Mineralien abbauen. Gas meine ich in dem Falle. Mineralienfeld erschöpft. Dann halt auch mal noch hoffen, dass wir dann möglichst bald. Hier wäre noch so eine Basis, sehe ich gerade. Vielleicht zerlegen wir die mal gerade. Oder war es nur so ein Fluss? Scheiße, Vorposten gewesen zu sein. Kriegt ihr das hin? Ja. Da leider nicht. Ja, ja, ist in Ordnung. Hier ist immer noch ein Lurker. Müssen wir halt doch noch Beobachter mitnehmen. Ach, Mist. Wir gehen echt zu viele Leute hier gerade drauf. Warum seid ihr denn so unglaublich langsam, ihr verdammten Protoss? Greife
sind wachsam. Groß. So, ist verdammt da. Gut, die haben zum Glück keine Probleme da unten, großartig. Ich bin zurückgekehrt. Wer mich gebraucht? Wohin soll meine Wut sich richten? Euch hat es scheinbar nicht gefallen, dass wir da das Ding angegangen sind. Na, ihr wollt es aber langsam wissen, wie mir scheint. Gut, das da unten sollte stehen. Das hält. Und ihr bleibt dann da oben als Sicherung. Kommen Sie mit runter, wir holen uns jetzt mal, da jetzt Geld da ist. Dunkle Tempel. Bam. Wir werden angegriffen. Greife Feind an. Sagen kann er das. Ich glaube, warum ist nächst Verstärkung? Eigentlich, dass es jetzt bitte, dass wir die Phase jetzt nicht beenden konnten. Die Angriffsphase hier. So, setzen wir hier nochmal nach. Wisst ihr, was ihr könnt da unten an sich haben? Berserker. Produzieren! Sein Gasmangel. Nicht erschöpft das Ding, aber ich glaube, lang dauert es auch nicht mehr. Achso, schon, wir brauchen noch einen Beobachter, fällt mir gerade ein. Kampf 2. Das wird die Lurker. Loswerden. Wenn wir sie entdecken können. Wir werden angegriffen. Ihr braucht mehr Messfliegers. So, genau das ist nämlich das Problem bei der Sache. Komm, wo wir gerade die Leute da. Der hat sich ein wenig verlaufen, wie mir scheint. Wir werden sogar schon den ersten Beobachter. Ich glaube, dann gehen wir schon mal los, oder? Das kriegt er ja hin. Wir brauchen dringend, wie gesagt, wir brauchen dringend Ressourcen wieder. Greife Feind an. Dieses Schiff wird angegriffen, Thomas. Komm, 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 komm. So, dann kannst du dich langsam deine Trefferpunkte wieder aufladen. Ich
Ist ja schön, dass die Pasta so locker fast alles wegstecken kann. Sehr, sehr angenehm. So, das können wir weg. Dann wartet ihr mal. Jetzt legt es mal vor alles, was hier abgeht. Und dann holen wir uns hier unten die Mineralien. Wir werden angegriffen. Das ist jetzt nicht schön. Aber es ist echt Geleitschutz für diese verdammte Drohne. Ja. Jetzt hier bitte. Ja, tatsächlich. Die haben einfach viel zu viel Reichweite, die Dinger. Wir fühlen auch nicht sehr hart. So, ich glaube, das wäre jetzt ja weg. Dann gehst du jetzt nochmal dahin. Ich hoffe, diesmal kommst du an. Ich denke, wenn kommen die auch von da. Mineralienfeld erschöpft. Dann stehen wir mal gerade ein wenig Spalier. So, aber es wird auch mal Zeit, hier loszulegen langsam, ne? Ihr braucht mehr Vespingas. Das weiß ich, das ist schon die ganze Zeit so, dass ich mehr Vespingas brauche. So, holen wir nochmal drei Dragoner zum Verteidigen. Könnt ihr direkt schon mal da unten weitermachen? Komm, bevor du jetzt hier Long Distance Mining machst, warte, bis das Ding hier fertig ist. Ihr habt auch nicht mehr wirklich viel, okay. So, du kannst nämlich, dass ich schon mal hier anfange, ein bisschen Verteidigung hinzusetzen. Na, habt ihr gesehen, dass hier Dings rausgeht, ne? Das könnte euch so passen. So. Jetzt glaube ich langsam noch mal Zeit, ne? Da kommt immer noch einen mit. Haltet euch noch, das ist schön. Ich bin zurückgekehrt. So, ihr seid fertig soweit. Gut, dann sagen wir nochmal Nachschub. Mineralien
Sieht hier aus, wahrscheinlich auch alles leer. Ja. Alles klar. Da sollte auch nichts mehr großartig sein. So, wo ist denn jetzt an dem Flotten Signal? Die Flotten Signal gibt es, glaube ich, hier unten. Ja, ihr macht doch echt gut hier unten. Zur Belohnung Nummer 3, Dragoner. Da haben wir alles. Aber Trägerkapazität bitte, das hätte ich schon längst machen sollen, aber kein Geld. Das fällt bisher nicht groß, obwohl es wahrscheinlich sinnvoll wäre. So, dann haben wir alle Upgrades da. Noch Piloten? Okay. Na gut, wir haben auch gerade ordentlich nachproduziert. Da hier. So, ich glaube, euch geht's gut. Da habt ihr das abgeladen. Wir müssen zusätzliche Piloten bauen. Greife Feind an. Ja, ich glaube, mit dem Abladen haben die es halt echt nicht so. Noch leider ein paar gekostet, dann holen wir uns einen Nachschub, bitte. Lassus. Empfange. Ist euch? Verzeihung, mein Leben für Ayo. So, der ist wieder vollgesäuert worden. Ich bin zurückgekehrt. Upgrades komplett. Gut, ihr haut rein, ihr haut auch rein. Super. Flup. So, dann noch eine Runde Dunkle. Das war's dann. Ich denke, mit denen können wir was reißen. Träger werden auch so langsam wieder. Hier unten haben wir Verteidigung genug. Das schadet ja nicht. Wir müssen zusätzliche Piloten bauen. Ja, schon wieder. So, das finde ich auch so langsam. Sehr schön. Upgrade komplett. Bestätigt. Wir müssen zusätzlich. Naja, die sind ja am Bau. Wohl war bei 200 war, glaube ich, Maximum, wenn mich nicht alles täuscht. Na dann, lass uns mal losgehen, dass wir noch ein paar Einheiten verlieren. Wir dann wieder nachbauen können. So, schon mal. War das hier, war der abgelegen, der Tempel? Nee.
Habe ich den Beobachter noch dabei? Ich hoffe es doch mal. Upgrades komplett. Ihr werdet angegriffen. Upgrades komplett. Das passt ja soweit. Sehr gut. Okay, dann werden wir hier mal gerade aufräumen. Bevor wir jetzt Tassadar und so hinschicken, erstmal eine Verteidigung hinsetzen. Weil wir die nämlich jetzt danach noch verteidigen müssen, eine ganze Weile. Alles klar, das passt soweit. Oh ja, ich glaube, das wird. Greife Feind an. Jawohl, ist nicht gut. Der Beobachter ist noch da. So, dann dürften wir aber hier, glaube ich, alles soweit weggeräumt haben. Dann können wir hier gleich ein paar. Vespin-Geysir erschöpft. Ja. So soll es wir hier zu. Noch zwei Nexen irgendwo in die Ecke. Ja, gut. Und halt. Ein bisschen was an Verteidigung. Jetzt können wir, glaube ich, hier schon mal anfangen, tatsächlich. Das dürfte einigermaßen mittig sein. Das wäre mir eigentlich genug Geld gerade da. Aber das stationär verteidigen ist, glaube ich, echt gar nicht schlecht. Wir haben so viel Geld, wir hauen einfach alles mit Photonenkanonen voll. So. Dann wird das hier jetzt auch. Schildbatterien. Sehr schön gemacht.
kommen. Jetzt war das soweit. Kommt schon mal her. Fröhliches Aufladen. Hier haben wir tatsächlich alles fertig gebaut. Okay, cool. Greife Feind an. Wir werden angegriffen. Naja, ist in Ordnung. Doch schon eine relativ große Armee sehe ich gerade. Gas haben wir sie mittlerweile auch genug. Trotzdem ziehen wir jetzt hier gerade mal ein paar ab. So, Bausonde gerade noch entdeckt. Cool. Weiter geht's. Ja, mehr können wir gerade nicht machen. Dann ziehen wir halt alles hoch, was wir haben. Für Ayur. So, ein Geknoddel. Die werden ja eh zuerst überrannt. Aber baut mal ab, solange ihr noch könnt. Hoffen wir, dass du es überlebst. Richten. Ich bin... Der Kalis-Kristall ist in Sicherheit. Der Urai-Kristall ist in Sicherheit. Exekutor, Zeratul und ich beginnen damit, die Energien des Tempels zu bündeln. Ihr müsst die Zerg daran hindern, den Tempel zu zerstören, während wir arbeiten. Adun sei mit euch, Exekutor. So, links, rechts... Bitte. Würde schon durchhalten. Wir werden angegriffen. Das ist ehrlich gesagt soweit in Ordnung. Schön, dass ihr das noch durchgehalten habt. Empfange. Bestätigt. Ziehen wir jetzt alles da hoch, was wir haben? Wir werden angegriffen.
mal schauen. Merasculio. Anweisungen. Ich bräuchte mehr Einheiten. Ja, ich glaube, langsam kommt ihr wirklich hoch. Was hier aussieht. So, dann geht mal abbauen. Eins ist rechts, zwei ist links. Zwei ist Flugeinheit. Zum Tempel zurückzukommen? Könnt ihr einfach dahin gehen, ne? Gute Viecher. Warum baut ihr nicht da unten ab? Jetzt. Ich glaube, ich habe da unten geklickt. Das war wahrscheinlich mein Fehler. Na dann. Schön. Das heißt, ich schätze mal, da haben wir eigentlich ganz gut abgesichert. Ihr könnt schon mal ein bisschen nach oben gehen. Gerne hier euer Zeug rausschmeißen. Das ist wohl, ne? Wie die Produktionsstätten. Das könnt ihr jetzt brennen. Soweit in Ordnung. Das haben wir. Das haben wir in der Tasche. So soll es sein. Hier die Verteidigung schon etwas größer ziehen sollen. Oha! Oha! Zuck, 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 zuck. Hier rein. Wir werden angegriffen. Für Ajur. So, können wir sogar nachproduzieren tatsächlich. Solange das noch geht. Sie haben halt mal Kybernetikern kaputt gemacht da unten. Wir werden angegriffen. Da holen wir dunkel. Ist in Ordnung. Die 8 Minuten das Parken war. Brennt meinetwegen die Basen, ist in Ordnung. Das ist der Arbiter. Interessanterweise ist da sogar noch was drin. Die Streitmacht plus Photonenkanonen, die halten das durch. Das passt.
Sukaras. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Bestätigt. Wir werden angegriffen. So, auf den nächsten zerlegen bitte. So, das ist so. Zieht euch hier schön nach oben hin. Das ist gleich auch weg. Schön klonen. Aber solange wir abgelenkt sind, ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Wir werden angegriffen. Sollen sie doch mal nach. Wir werden angegriffen. Ladung. Mal kaum. Yes. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ja, mach das mal platt, wie gesagt, dass hier die Streitmacht hält. Das passt schon. Überfordert der Kleine hier, ne? Wir werden angegriffen. Fange an. So, könnt euch nochmal aufladen, wenn nötig, aber ich glaube, das passt soweit. Ich frage mich deshalb, wie viele von den Templern durchgekommen sind. Bestätigt. Ich glaube, einige sogar. Das aussieht. Was ist denn die Sonne platt gehauen? Das war nicht beabsichtigt. Sehr mutige Drohnen mit dabei. Mehr mutige Drohnen braucht das Land. Ich nochmal aufladen. 3 Minuten, wie gesagt, ich glaube, die werden jetzt demnächst noch den letzten Großangriff starten. Und dann passt das. Hier kommt nichts durch. Läuft alles sehr schön. Wir werden angegriffen.
So, schönen guten Tag. Ihr könnt da mal weg. Ja, aber schön, dass das alles so... Ey, da, wenn wir in den Tempel reinklettern, sehe ich gerade, alles so schön rund jetzt hier nochmal läuft. Wie gesagt, wenn ich Zeit habe, geht's, aber ist gerade im Moment leider doch sehr selten der Fall. Oh. Ich glaube, das dürfte jetzt der letzte Angriff sein. Ja, dann kommt doch mal her. Nee, jetzt hat er sich mir einen Träger zerlegt. Dreist. So, hier dürfen wir kurz raus und hier ein bisschen zerlegen. Hier ist noch ein bisschen was drauf, aber das passt. Exekutor, die Bündelung ist abgeschlossen. Zieht eure Streitkräfte in den Tempel zurück und bereitet euch auf den Ansturm vor. So, dann ist das doch schon mal ganz gut. Schauen wir uns noch das Endvideo an. Und das war's dann auch mit der 8. Mission der Brodos. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, dann starten wir die Terraner-Kampagne vom Add-on. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
Auftrag, die mit ihnen nach Shakuras gefolgt waren, auszulöschen. Da der Schwarm nun endgültig zurückgeschlagen wurde, begannen die vertriebenen Brutus schon bald mit der mühsamen Aufgabe des Wiederaufbaus ihrer einst glorreichen Zivilisation. Einige unter den Nerazim, den dunklen Templern, sehen die Kalai Brutus noch immer als tyrannische Unterdrücker an und sind bemüht, sich diesen stets zu widersetzen. Währenddessen verschanzten Phoenix und Rayner sich in ihrem Vorposten um das Warp-Tor auf Ayur, bekämpften weiterhin die Überreste des Schwarms und beschützten jeden Überlebenden, den sie finden konnten. Im Praxissystem beendete unterdessen eine gewaltige Expeditionsflotte von der Erde ihre lange Reise. VED-Soldaten und Offiziere erwachten aus ihrem kryogenischen Kälteschlaf, bereit, den Corpulus-Sektor im Namen der Menschheit zurückzuerobern. Ja, das wäre es auch hier mit der Mission gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wieder sehr schön gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.